Verbandes Brilon, der Young Caritas, der Caritas-Konferenz und auch des Pastoralverbundes Brilon. Ich freue mich, dass so viele da sind. Besonders grüßen möchte ich, mir wurde gesagt, deswegen soll ich etwas langsamer sprechen, Gäste aus der Ukraine, die das, was ich sage, parallel übersetzt bekommen. Und da das wahrscheinlich etwas komplizierter ist, versuche ich einfach etwas kürzer zu sprechen. 1 Million Sterne will die Nacht heller machen und will auch die Not von Menschen lindern. In diesem Jahr, und da soll ich auch Grüße bestellen, vom Caritas-Verband in Wuppertal und Solingen, die sich dort nach wie vor einsetzen für Menschen, die letztes Jahr bei der Flutkatastrophe fast alles verloren haben und immer noch Unterstützung brauchen. Und der andere Teil der Spenden für Flüchtlingskinder in Venezuela. Schön, dass Sie da sind. Und begrüßen möchte ich auch unseren Bürgermeister und mich bedanken dafür, dass wir hier im Rathaus zu Gast sein können. Und auch der Herr Bürgermeister möchte ein paar Worte an uns richten. Dank auch schon jetzt an unsere Musikerinnen und Musiker in der Kirche und auch jetzt heute Abend. Bleiben Sie etwas hier, tauschen sich miteinander aus. Hier vorne von mir gesehen links, von Ihnen gesehen rechts, ist ein kleiner Stand. Dort gibt es Kinderpunsch, es gibt nur Kinderpunsch, also nur alkoholfreie Getränke. Und es gibt dort Kekse, teilweise selbst gebacken, teilweise von einer Kinderner Keksmanufaktur, dem Keks-Creator. Auch dazu herzliche Einladung, etwas zu trinken und eine Kleinigkeit Kekse zu sich zu nehmen. Vielen Dank Ihnen allen, die Sie hier sind. Seien Sie herzlich willkommen. Und ich freue mich sehr, dass dieses Zeichen, was hier heute gesetzt wird, vor dem Rathaus gesetzt wird, auf unserem Marktplatz, im Mittelpunkt sozusagen unserer Stadt. Von dort aus wir dank des Engagements der Caritas, dank des Engagements der Young Caritas in diesem Netzwerk mitwirken können, 1000 oder besser gesagt 1 Million Sterne, symbolisiert durch 1 Million Lichter. Und jedes dieser Lichter bringt ein wenig Licht ins Dunkel der Welt. Und ich glaube, wir leben gerade jetzt in Zeiten, in denen wir jedes einzelne Licht brauchen, um Hoffnung zu geben. Und so versteht sich jedes einzelne dieser Millionen Lichter auch als ein Hoffnungslicht. Es ist gerade schon in der Heiligen Messe deutlich geworden, diese 1 Million Lichter wirken dann,
wenn sie auch in die Herzen der Menschen hineingehen, aus den Herzen der Menschen heraus strahlen und dann wirklich dieses bundesweite, dieses weltweite Netzwerk der Solidarität, der Unterstützung und der wechselseitigen Hilfe bilden, was daraus entstehen soll. Beten wir gemeinsam, hoffen wir gemeinsam darauf, dass dieses Leuchten aus innen heraus gelingt und damit den Menschen, die unsere Unterstützung, die unsere Hilfe brauchen, weltweit diese Unterstützung auch gegeben wird. Vielen Dank nochmal dem Engagement der Caritas, dem Engagement der Young Caritas. Vielen Dank Ihnen, dass Sie hier sind, um dieses Zeichen gemeinsam hier aus Brilon heraus zu geben. Danke. Was Herz ist, hat mich mehr niemals erwartet. Ist nichts mehr, so wie es wollen. Es plötzlich dann, doch so als Gott, haben wir hier was aufgebaut. In diesem Jahr wird dazu aufgerufen, venezolanische Flüchtlings- und Migrantenkinder in Kolumbien zu unterstützen. In ganz Deutschland funken um den 12. November herum viele Kerzen. Wir in Brilon beteiligen sich gemeinsam. Jan Caritas, der Caritasverband Brilon und Partei Solingen, die Caritas-Konferenz und der Pastoralverband in Brilon. In Ventanella treiben in Tenerien Not um. Verhungern ja Eltern dazu, die Heimat zu verlassen und ihr Glück als legale Einwanderer von Kolumbien zu suchen, auch wenn die Familie, die Kolumbien, durch Gelegenheitsjobs und Betteln und Überleben kennen die Zukunft ihrer Kinder ist zu düster. Sie wachsen zwischen Lehm und Fellblechhütte auf. In einem Klima der Überlassenheit, Gewalt und Ausbeutung. Die wenigsten von ihnen gehen zur Schule, weil ihre Eltern das Geld für Lebensmittel und Schule und Informationen fehlen, weil sie sich Unterhalt ihrer Familie beitragen müssen und weil sie es in dem staatliche Schulen können und Platz für sie gibt. Das ist die eine Hälfte. Die andere Hälfte ihrer Spenden unterstützen die Caritas in Wuppertal, in Solingen, bei ihrer Hilfe für die Opfer der Flut im vergangenen Jahr. Viele Menschen haben immer noch alles verloren und wollen immer noch ihre Unterstützung. Ich denk so oft, so lange nicht mehr.
hast mir gezeigt, wie wertvoll das Leben ist. Wir waren geboren, um zu leben, zum Wunder jeder Zeit. Sich niemals zu vergessen, bis in alle Ewigkeit. Wir waren geboren, um zu leben, in einem Augenblick. Weil jeder von uns rettet, wie wertvoll Leben ist. Jede Erfahrung der Liebe ist gleichzeitig eine Erfahrung des Lichts. Auf werde Licht, ist das nicht ein Wunsch, der tief in uns wohnt? Dass es hell wird, wo es dunkel ist, dass Licht dorthin fällt, wo Schatten ist, dass Licht uns umgibt statt Finsternis, außen und wohl auch innen. Dass es sich in unseren Augen spiegelt und unseren Gesichtern seinen Glanz verleiht. Auf werde Licht, das ist die Einladung, 1 Million Sterne, heute Abend. Und unser christlicher Glaube verheißt, dass Gott selbst unter uns ist. Sein Sohn Jesus Christus ist das Licht, das uns erschienen ist, über uns aufgegangen ist und uns ins rechte Licht rücken wird. In sein Licht. Als eine von Gott beleuchteter Mensch darf ich meinen Weg machen. In seinem Licht den Menschen begegnen, über den ebenso Gottes Herrlichkeit leuchtet. Ich darf mir in Zeiten der Angst, der inneren oder äußeren Bedrängnis dieses Licht gewiss sein, das mich umgibt. Machen wir uns in diesem Bewusstsein auf den Weg des Lebens, dass wir Menschen des Lichtes sind, dass wir in Gottes Lichtkegel, wo immer wir sind und wie immer es uns ergehen mag, sein Licht über uns vermag, durch uns die Welt zu verwandeln. Habt und somit den Abend auch musikalisch einen schönen Rahmen gegeben habt. Ich darf mich bedanken bei allen, die da sind und auch noch etwas bleiben dürfen. Der offizielle Programmpunkt ist jetzt abgeschlossen, aber die Kerzen stehen noch etwas, bleiben ruhig noch etwas. Und ganz wichtig, ich bin zwar schon rumgegangen, von dem Punsch ist auch noch was da. Wer mag, kann da also auch noch mal gerne hingehen, damit das auch alle wird. Wir wünschen allen einen guten und gesegneten Abend. Nochmal danke für alle, die mitgearbeitet haben. Danke, dass Sie da waren. Mögen diese Lichter leuchten in den Herzen aller Menschen und auch bei Ihnen.